Leichter Nieselregen in Wittstock-Dosse. Kann auch nicht viel sehen, aber gleich geht's los zu unserer Winterradtour. Das Wasser am Haus schon gefroren. Wir haben also kurz unter 0 Grad. Genau das Richtige für unseren Start in den Tag. Perfekt. Leicht gefroren das Wasser, aber für so eine kleine Badeeinheit sollte es reichen. Stefan geht gleich mal da vorne auf den Steg und probiert das mal aus mit dem Kraftsprung. Ah, das war ein netter Weg, kurz vor Straßen. Von Kano nach Straßen. Auf der Eiszeitroute. Also genau an dieser Stelle haben wir vor 8 Jahren schon mal übernachtet. Ist uns sofort aufgefallen. Aber heute fahren wir weiter. Ja, das ist doch ein schöner Zeltplatz hier. Total leise, bis auf so ein paar Hunde. So stellt man sich das in MacPom noch vor. Und heute wird es total blau werden, total blauer Himmel. Sehr schön. Bisschen Holz haben wir auch noch übrig gelassen für den nächsten. Oh, das ist doch noch ein bisschen warm. Das Feuer, das heißt, hat zwar gefroren, so bei, was weiß ich, minus 5 vielleicht. Aber das Feuer ist noch ein bisschen warm. Bei unserem minus 20 Grad damals da war das Feuer morgens auch eiskalt. Oh, der ist aber auch gespalten hier. Also wenn der explodiert hier, möchte ich nicht dabei sein. Hätte sie auch packen können. Also die Uckermark ist wirklich schon besonders. Schön wellig, tolle Landschaft. Wenig Verkehr, nur ganz selten mal ein Radfahrer. Wir packen gerade das Kochgeschirr zusammen. Sehr ärgerliche Arbeit am Abend. Früh am Morgen, am Sonntag. So kalt ist das hier. Oh, hier haben wir schön nach dem Frühstück gebadet. Schöner Platz hier.